Hallo und herzlich willkommen zuletzt bei Europa Universalis 4 Teil 13. Ich habe im letzten Teil Vasallen freigegeben, im Wesentlichen die Clans, die ich noch in der Crusader Kings Kampagne hatte. Bachmann-Clan, Basit-Clan, Shukrit-Clan. Jetzt hat mich Kaschmir wieder überfallen, ich habe eine wichtige Schlacht verloren, jetzt habe ich kaum noch Manpower, die sind dabei mit 6.000, 7.000 Mann meine Hauptstadt zu belagern. Söldner kann ich mir eigentlich nicht leisten, weil ich schon wieder am Pleite gehen bin. Jo, wir haben schon wieder 5 Kredite laufen. Ich versuche mal hier, die sind auf Unterstützung gestellt, ich versuche mal die ein bisschen umzustellen hier auf Defensiv, dass sie gefälligst mal aushelfen. Weiß nicht, kann ich hier die 1000 Einzelwischen? Ne, die folgen schon der Hauptarmee. Ja, die wollen wahrscheinlich natürlich meine Hauptstadt belagern. Oh, die Loborn-Armee ist da oben. Ja, ich überlege, marschiere ich ein bisschen in die Richtung, damit die sich mir anschließen. Also die tun da gar nichts. Oder folge ich in die Richtung in der Hoffnung, dass hier die Loborn-Armee... Das tut... Ne, die reiten weiter nach Westen. Die haben ihren eigenen Krieg laufen, glaube ich. Achso, müssen wir nicht glauben, können wir nachgucken. Pikan-Clan und Eldichukit-Clan, ja, ja. Ach, der belagert hier unabhängig. Naja, die 1000 Mann werde ich nächstes platt machen. Oh, der Einfluss der Stämme wächst. Ja, ein Stämmestall ist immer etwas instabil. Aha, der Einfluss der Stämme wächst um 10 Punkte auf 72,8. So viel auch zur Frage, ob ich von denen vielleicht noch Truppen kriegen kann. Das ist ihr Einfluss schon wieder hoffnungslos zu hoch. Aber wenn die Loyalität über 50 geht, dann könnten wir nochmal Manpower kriegen. Ha. Aber da müssen wir einfach warten, dass die über 50% hochtickt, weil ich kann erst wieder in 5 Jahren sie mit Dukaten gefügig machen. Die rühren sich hier echt nicht. Nicht zu fassen. Achso, und ich bin so geschwächt, dass die am liebsten sich unabhängig machen würden. Also das droht uns auch noch, dass die rebellieren. Na, ich befreie einfach mal hier die besetzten Gebiete. Ach, die verstreuen sich. Ja, das gibt uns eine kleine Chance. Schlecht, jetzt kommen die hier zu Hilfe. Ich hoffe, die habe ich schnell ausgelöscht. Griechenland mich im Militär zu Roman bin. Okay, die haben wir ausgelöscht, aber wir kommen nicht mehr rechtzeitig weg. Nee, da fehlen deutlich ein paar Tage. Da kommen wir zum 24. da zum 18. da auch zum 18. Die kommen. Ersten kommen wir am 8. März an. Naja. Da haben wir nochmal. Immerhin kein Komplett-Vibe, aber... marschiert gleich weiter, nicht, dass sie nachsetzen. Ich habe nur ein bisschen Zeit gewonnen. Ah, die folgen uns. Das ist ja unfair. 19. April kommen, ja, keine Chance. Das war's, wir sind armeelos. Ja, wohl 3 Söldnerarmeen schnell bauen, kaufen.
Wie teuer ist das denn? Ich drück's mal positiv aus. Kavallerie ist gar nicht so viel teurer. Also sind alles Söldner, die kosten auch viel mehr Unterhalt, aber sie kosten keine Manpower. Ich will mal diese Belagerung dann hier aufbrechen. Immerhin an die Hauptstadt wagen sie sich so lange nicht ran. Oh oh. Na, die reiten nur vorbei. Interne Konflikte in Ruthenia, ja, gut, sind die, wie es ein Nachbar, der beschäftigt ist mit seinen eigenen Problemen. Na? Ist da übrigens einer in der Nähe? Der Bachmann-Clan, nur 1000 Mann, wo ist der Rest? Ich reite mal in die Nähe, vielleicht schließen die sich dann an. Militärreform. Savage der Erste hat mit sorgfältigen Revisionen der Militärstruktur des Landes angefangen. Wenn Offiziere immer noch aus dem Adel bezogen werden, werden Bauern und Dorfvölker in andere Ränge verpflichtet. Regelmäßige Übungen sind eingeführt und eine mächtige Flotte wird etabliert, zusammen mit hunderten von Schlachtschiffen, Galeeren und Asser und anderen Fahrzeugen. Die reden nicht von meinem Land, oder? Wo soll die Flotte von mir herkommen? Achso, wir können aber entscheiden, was wir wollen. Nur die Armee reformieren, kriegen zwar eine Militärmacht. Nur die Navy gibt Diplomatiepunkte. Ja, wir brauchen vor allem für die Armeen gerade und Militärtechnik. Ich glaube, dann sollten wir... Ja, es könnte hier... Es kommt gerade recht. Dann können wir hier die Technikstufe erhöhen. Achso, oder beides, dann verteilt sich das nicht nur die Armee. Der Limber haben wir... Also Limber haben wir erforscht. Artillerie wurde in Europa dokumentiert seit dem 13. Jahrhundert, aber mangels Mobilität war es nur sehr begrenzt auf den Schlachtfeld nützlich. Die Entwicklung des Limbers in 1470ern erlaubte, kann nun mehr mobil benutzt werden. Also das ist wahrscheinlich dieses Gestell, auf dem die Kanonen raufgepackt sind. Ja, Artillerie kriegt vor allem Boni. Ja gut, das bringt uns nicht so viel. Ach so, jetzt können wir Kanonen auch bauen für unsere Armee. Bronze Mörser. Okay. Ah, das Freiheitsverlangen hier ist schon wieder runtergegangen. Wir sind wieder ein bisschen stärker im Relativ. Gleich Diplomatie, das wird einen Tick mehr Handelseinnahmen geben. Oh je, es droht. Kirgisische Separatisten drohen sich zu erheben. Ah, wir haben noch genügend Punkte übrig für ein Harsh Treatment. So, das ist auch wieder nur Zeit. Kauf. So, ich versuche mal die direkt abzuholen. Deutschland beeinflusst derweil Schottland. Das ist doch nicht zu fassen. Komm doch mit. Ach so. So, ich erlaube freundlichen Armeen, sich an meine Armee ranzuhängen. Das heißt, erlauben, ihr sollt das einfach machen. Nö, das ist denen egal. Oh nein, und unser Khan ist unfruchtbar geworden. Chancen auf einen neuen... 25%. Wir haben gerade einen Erben. Hoffentlich passiert dem nichts. Hier, ach, das ist Yüges Hirtschan. Der wäre auch gut. Ist aber 9 Jahre alt. Kann noch schief gehen. Achso, da wir wieder Manpower haben, kann ich ja auch mal eine reguläre Armee hier ausheben.
Erstmal nur eine. Das dauert auch deutlich länger. Als die Söldner. Ah. Okay. Ein bisschen mehr Handelseinnahmen gibt es. Basic Financial Instruments. Überseehandel ist sehr riskant, aber auch sehr profitabel. Die Entwicklung neuer finanzieller Instrumente wie Kreditbriefe werden helfen, das Risiko reduzieren und unsere Profite erhöhen. Also Handelsreichweite erhöht sich, Handelseffizienz plus 2%. Allerdings Flottenunterhalt 10% erhöht. Das kratzt uns nicht, weil wir kein Schiff haben. Diese Tech-Penalty für Institutionen ist immer noch hart. ...1510 hier wird's der Provinz, die Renaissance, angekommen sein. Was machen die jetzt? Ah, jetzt belagern sie mit 6000. Das reicht. Schande. Wir versuchen die 2000 da oben zu erwischen. Ah, die 6000 werden hier gleich fertig. Hm. Mit denen kann ich mich nicht messen. Mein technischer Vorsprung ist geringer geworden. Gehen wir mal nach Süden und befreien hier was wieder. Periaslavl hat uns den Krieg erklärt. Jetzt ich weiß gar nicht, seit wann die unabhängig sind. Naja, da kann aber wirklich hier... Können die Clans hier sich mal drum kümmern. Ach da, der Bachmann-Clan. Und Meschera. Ein kleines Häuptlingstum hier hat uns den Krieg erklärt. Ach, hier haben wir 6000 Mann. Ja, wir bringen mit Verbündeten nur noch 9000 zusammen. Ja, dann suche ich mal Glück im Westen, wie es da beim Krieg gewinnt. Religiöser Aufruhr auch noch. Nachdem was die Gouverneure von Mansur melden, sind die Bürger aufgeregt wegen unseres... Weil unser Missionar keinen Respekt für ihre religiösen Praktiken und Traditionen hat, die anders sind als ihr eigenes. Er fragt uns, ob wir alle weiteren Missionarsaktivitäten in dem Gebiet beenden können oder einige Truppen schicken. Ja, dann... Send some troops. It's not much of importance. 40% Chance, dass 4 Heretiker-Regiment sich in Mansur erheben. Das riskieren wir. Ja, auch den Missionar. Das ist eine halbe Dukate im Monat kostet. Ach! Die Vortexes. Spart ein bisschen Armeeunterhalt, aber wir geben für Zinsen 4 Dukaten im Monat gerade schon aus. Also sie sind im Grunde schon der Bankrott.
Ups, ah, kirgisische Bauern. Nehmen sich das ja gut. Ja, ich muss mal die Steam-Benachrichtigung abschalten. Die sind ja echt technisch verglichen mit uns. Das steht da nicht gleich dabei. Stufe 8 hier. Mysteria, die... Oh, die haben nur Stufe 6. Peria Slavel ist also viel einfacher. Oh, schon wieder Separatisten. Ja, die Kriegserschöpfung ist ja schon wieder viel zu hoch. Schweden wir mit Herzog? Ja. Na, kommt ihr mit? Na, es geht nur. Taraz an Kirgisen abgeben, dann hätten wir da Ruhe. Ich glaube, ich gebe ihm nochmal Harsh Treatment. Weil ich möchte hier doch endlich mal bei nationalen Ideen die nächste Stufe erreichen. Dann gibt es die erste Ideengruppe. Wird es das rausreißen? Wenn wir anfangen Ideen zu geben, Landverschleiß minus 20% wäre der erste nationale Idee. Und hier können wir uns dann was aussuchen. Also die Staatseinnahmen irgendwie hochtreiben. Wir leben hauptsächlich gerade von Handel. Ja, dann könnte man die Handelsideen zum Beispiel nehmen. Oder wir wollen militärisch besser werden, aber es ist eigentlich immer die Geldknappheit, die mir gerade alles kaputt machen. Friedensangebot von Kaschmir. Eben die Basits frei ist eine Forderung. 62 Dukaten. Nee. Wir müssen gegen Korruption noch mehr unternehmen. Oh, wir gehen im Oktober bankrott. Die haben sich zusammengetan, um unsere Burg da zu belagern, die wir uns noch gegönnt haben. Die Bauern sind auch noch unglücklich. Wir können Stabilität verlieren und dafür 10 Prestige kriegen. Oder 10 Dukaten finden, um die Situation zu verbessern. Ich will gerade nicht Stabilität boosten müssen. Und bei den vielen Rebellen und Unruhen müsste ich das dann. Was soll's, sind wir halt schneller beim Gott. Also das mit Vasallen freigeben, wenn die tatsächlich helfen würden in Kriegen, dann wäre es ja etwas. Das ist etwas sinnvoller. Na, drei Provinzen will Kaschmir. Basits freigeben. Sie wollen kein Geld mehr. Ach, ich nehm's an.
hätte wieder Manpower. Ja, mit so einem Handelsschwerpunkt noch nicht abtreten müssen. Die Renaissance ist fast da. Nächste Entwicklung? Ja, Renaissance ist zumindest in dem Gebiet da. Wie viel fehlt denn? Wir müssen es ja... In einer von 58 Provinzen haben wir es. Das sind 1,4% und wir müssen es... in 10%, glaube ich, haben. Lagern wir mal hier die Hauptstadt von denen. Bis die zurück sind, könnten wir es fast geschafft haben. Ich hoffe, 7000 reichen dagegen. Soll nur Level 1, die haben auch keine Kohle. Ja, die Shukrit-Armee macht mal was. Ajam hat uns den Krieg erklärt. Ach, die sind mehr hier zu Hause. Schauen wir mal, ob sie durchkommen. Oh, hier muss eine kleine Flotte. Keine Transporter. Ah, wir können eine Fähigkeit kaufen. Das habe ich schon länger. Ah, Kampfbonus im Terrain des der Hauptstadt, ja klar. Das hätte ich viel früher nehmen sollen. Nochmal Separatisten. Wenn wir die Hauptstadt hier belagern von Pereyaslavl, ich glaube, dann werden wir schnell aufgeben. Das macht unsere Hauptstadt. Ne, das ist keine Nähe. Dann könnte das sogar funktionieren. Ah, sehr gut. Warscore 63%. Genau, Einkommen, wir kriegen Dukaten. Ja, Provinzen will ich von denen gerade gar nicht haben. Ich hab da... macht nur Ärger. So, jetzt haben wir noch Ärger mit Meschera, aber das wird von cheremisianischen Separatisten gerade belagert. Weiß nicht, wie lange befreie ich mal die... anderen Provinzen hier. Punjab hat uns den Krieg erklärt, natürlich. Jeren hat eine Provinz verkauft an die Mongolei, weil sie pleite sind. Das wäre auch mal eine Idee für uns.
Und Job mit 18.000 Mann. Der Weeping Song. Ach, es wird getrauert. Warum weinen die Frauen? Wir können ein bisschen Kriegsgeschöpfe verlieren, aber es kostet 40 Dukaten. Naja, wir kriegen schon erst 1000 Manpower. Das ist viel besser. Ein bisschen Härte zeigen. So. Oh, oh, die Armee von Hajam kommt da mit fast 18.000 Mann. Nochmal Manpower. Dem ich mich nicht anlegen gerade. Marschieren wir in die Richtung. Und nochmal 1000 Manpower. Ach, das hätte ich am Anfang dieser Folge gebraucht. Die verrotteten Schweine der Abbasids haben uns den Krieg erklärt. Oh je. Wir müssen jetzt aufpassen. Ja, den sollten wir nicht begegnen, das sind zu viele. Er hat so ein bisschen versäumt, einen guten Verbündeten zu kriegen, aber man kann halt so schlecht Verbündete sich anlachen. Wenn man die ganze Zeit im Krieg ist. Das wäre Top-Priorität, sollte ich mal in eine Friedensphase kommen, dann ganz dringend dann ganz dringend guten Verbündeten kriegen oder wenigstens mittelmäßig oder irgendeinen Verbündeten. So, nationale Ideen endlich können wir nehmen. Ja, genau, wir kriegen nationale Ideen und können an Ideenforscher Produktionseffizienz etwas erhöht. Gucke ich mal 3, 6, 5. Ja, wir erzeugen viel Diplomatie- und Militärpunkte gerade mit dem aktuellen Khan. Es wird auch weiter viel Diplomatiepunkte geben bei seinem Sohnemann. Das ist wichtig, weil überflüssige Punkte oder überschüssige Punkte einer Kategorie kann man halt hier in Ideen reingießen. Und die kriegen halt keinen Aufschlag dafür, wie weil wir die Renaissance noch nicht haben. Unsere Haupteinnahmequelle ist gerade Handel, deswegen denke ich dran an die Handelsideengruppe. Ja, kriegen extra Händler. Das erste wäre erstmal globale Handelsmacht plus 20%. Das schlägt sich auf die Handelseinnahmen auch nieder. Ja, und da haben wir schon halb fast Punkte für. Ja, und für die Idee, die man hier freischaltet, geht hier auch der Balken voran. Bei den nationalen Ideen und alle drei Ideen, die man freischaltet in irgendeiner Gruppe, kriegt man eine nationale Idee dafür. Die sind für unsere... Ja, da wird zum Beispiel Unterhalt der Landarmee minus 10%, das wäre jetzt, würde ich jetzt auch nehmen. Ach, da unten kommt die Armee vom Punjab. Militärzugang. Ja, ich gebe gerade allen nicht für gute Verhältnisse. Häfen werden blockiert, wen interessiert's? Die Mongolen überholen uns, oder was steht da? Nee, achso. Wir werden auch manchmal Mongolei genannt. Das ist ein bisschen komisch. Ja, es kommt von Konvertieren. Das ist eigentlich falsch.
Ja, hier geht's jetzt viel schneller mit Renaissance, weil eine befreundete Provinz das hat. Aber ich weiß nicht, ob das auch noch gilt, wenn das gleich belagert ist. Aha, Savage der erste offensichtliche Bevorzugung der sogdianischen Kultur ist bemerkt worden unter den uigurischen Völkern seines Kanats. Obstructionism is becoming ever more widespread as those that have the power to do so makes it frustration with recent policy known through whatever means are available. Achso, da stellen sich Leute einfach quer, die dadurch frustriert sind. Was gibt's nicht, oder wir müssen unsere Zugeständnisse machen, ja, ein bisschen diplomatische Macht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das nicht mache. Wahrscheinlich Folgeereignis. Hört. Die ryazianische Eroberung von Tambov ist abgestellt worden. So, Separatfrieden, die Basits haben sich Meschera ergeben, das ist ja super. Oh, hier kloppen sich die aber sieht's aber mit orthodoxen Zeloten. Ja, das ist, wenn so viele sich hier gegenseitig auf die Füße treten. So, ich gehe mal jetzt südlich hier die Ajam-Armee, dann kann ich vielleicht da noch was reißen. Ah, Manpower hätte ich jetzt wieder genug. Ich habe aber kein Geld. Ja, aber ich muss eigentlich Armee. Ach Gott. Also bin ich eigentlich nicht mehr völlig pleite gerade. Vorsicht, Vorsicht, die Abbasid-Armee. Da ist hier das Pop-Up-Fenster in die Quere gekommen. Oh Mann. Aus der Nummer kommen wir nicht mehr lebend raus. Ja, wir mit jetzt sogar Armin-Jakon. Ja, lass mal. Ich versuche ein bisschen mit Trebizond bessere Beziehungen zu haben. Ach Gott. Ja, das ist Shattered Retreat. Wesentlich bin ich angreifbar. Das schickt uns hier ganz in die Ecke. Ja, dann kann ich Punjab wesentlich überraschen auf deren Gebiet. Manpower haben wir gerade genug zum Laufen. Ah, der Einfluss der Stämme ist gesunken. Geht da jetzt was? Loyalität ist auch wieder ganz gut. Ah, nee, 50% brauchten wir. Bei 49,97. Oh, das muss man im Auge behalten. Was drohen wieder Rebellenaufstände? Schon wieder Spannung zwischen Nomaden und der sesshaften Bevölkerung. Oh nein, wir können uns keine Separatisten leisten. Oh, die verlieren gerade Loyalität. Obwohl sie unter 50% sind. Ernsthaft? Muss mal eben noch den Monat zu Ende ticken. Verstehe ich nicht. Aber ich kann mir auch nicht 27 Separatistenregimenter leisten, die sich gegen mich erheben. Also insofern ist die Loyalität hier mal wieder zum Teufel. Kirgisische Separatisten machen wieder Ärger.
Reichtümer von China? Nein, können wir gar nicht angreifen. Wieder China ist angreifbar, willst du? Nee. Ich besetze hier mal was von Punjab. Freilich nicht befestigt, das schaffe ich gar nicht. So, jetzt droht wieder der Bankrott. Kaschmir hat uns dann noch beleidigt. Ah, der Korpsgeist. Armeeprofessionalismus. Ja, nehmen wir doch gern. Wir können auch mal die Stämme beschwächen, um sie wieder... Ah, jetzt haben wir 50%. Jetzt können wir... Jetzt können wir da ein paar Kavallerieregimenter aussehen. Das mache ich doch mal. Das Problem ist, wo? Ich hoffe, in der Nähe meiner aktuellen Armee. Jetzt drohen sich die mongolischen Stämme zu heben. Da kann ich mir das jetzt aussuchen, wo die gebaut werden. Ne, da gibt es keine kostenlosen. Wo sind meine Kavallerie? Stimme. Vielleicht wollte ich nur in besetzten Gebieten bauen und das ist mal blockiert. Keine Ahnung. Und das ist der Bachmann-Clan? Shukrit-Clan? Oh, jetzt erheben sich mongolische Stämme. Ah, wir können noch der Armee ausweichen. Ja, alte Taktik wieder. Lass sie sich doch mit den mongolischen Stämmen prügeln. Oh, jetzt komme ich eh nicht mehr weg. Na, unser Erbe ist ruhig, ja. Ist auch gut so. Und unsere Hauptstadt ist belagert. Okay. Wie sieht es in Europa aus? Mhm, das ist England. Jetzt kriegen wir auch die England-Musik. Auvergne, ich glaube, es hat sich noch vergrößert. Die Bretagne auch. Ja, Italien ist ganz mächtig. Das hier ist noch chinesisch, aber das verlieren sie separat. Das ist allein schon durch die Entfernung. Ja. Ach, hier unten gibt es jetzt eben auch schon Niao, eine andere Dynastie, bricht hier gerade weg. Ja, okay. Ich guck mal im nächsten Teil, wie weit wird mein kleines Land noch zusammengestutzt, bevor ich vielleicht mal ein bisschen Ruhe kriege, aber ich fürchte, es wird einfach ganz aufgefressen. Naja. Thank you.
Ich schaue es mir noch ein Weilchen an. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Ciao.